Vertragszoff beim Tuchel-Club. PSG bestraft Rabiot mit der Bank, in der Liga ungeschlagen auf Titelkurs, in der Champions League in der K.O.-Runde, aber trotzdem gibt es Ärger für Thomas Tuchel, 45, in Paris. Adrien Rabiot, 23, zentraler Mittelfeldspieler und PSG-Eigengewächs, wird seinen Vertrag bei den Franzosen nicht verlängern. Besonders bitter für Paris, er ist damit im kommenden Sommer ablösefrei. Den Abbruch der Gespräche bestätigte Paris Sportdirektor Antero Henrique, 50, bei Yahoo Sports France. Der Spieler sagte mir, dass er keinen Vertrag unterschreiben würde und dass er den Verein als freier Spieler am Ende der Saison verlassen will. Für Europas Schwergewichter ist das eine gute Nachricht. Der FC Barcelona und Juventus Turin sollen großes Interesse haben. Auch bei den Bayern war er im Sommer 2017 mal ein Thema. Favorit ist aber der FC Arsenal. Für den französischen Nationalspieler wird es jetzt bei Paris allerdings erstmal frostig. Henrique, für den Spieler wird dies eine ganz klare Konsequenz haben, er wird auf unbestimmte Zeit auf der Bank bleiben. Es ist mangelnder Respekt gegenüber Verein und Fans, vor allem von einem Spieler, der seit seiner Kindheit bei uns ist und immer die Unterstützung des Vereins hatte. Nicht ausgeschlossen, dass Paris ihn dann noch im Winter ziehen lässt, um zumindest eine kleine Transferentschädigung einzubringen.